Also für mich war es sehr überraschend, wie schnell und in welcher Menge die Bewerber dann auch wirklich greifbar wurden. Grundsätzlich habe ich noch nie so viele potenzielle Mitarbeiter gefunden auf irgendeinem anderen Weg. Natürlich habe ich die klassischen Wege ausprobiert, Zeitungsannoncen, das Arbeitsamt. Wir haben auch mal eine Zeit lang Flyer an unseren sämtlichen Schreiben beigelegt, dass wir Mitarbeitern suchen. Wir haben Plakatwände aufgestellt, wir haben die Werbung auf den Fahrzeugen gemacht. Das war aber bei weitem nicht so effektiv, wie ich es jetzt bei A&M erfahren durfte. Wir sind die Holzmanufaktur Hoffrecht in Werdohl. Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Unserem Kunden beschreibe ich das immer so: Wir machen alles für dich am Haus, außer dem Dachstuhl, was aus Holz ist. Wir haben da ein sehr breites Produktportfolio. Das heißt, wir machen den gehobenen Innenausbau mit Möbeln, mit Einbaumöbel, Theken etc., wie man sich das vorstellt. Genauso gut sind wir aber auch an dem Bau tätig. Das heißt, von uns bekommst du auch eine Treppe, Innentüren, Fenster, Bodenbelege oder Ähnliches. Der Job bei uns ist also sehr, sehr breit gefächert und durch sehr viel Abwechslung ausgezeichnet. Also unser größtes Problem ist es im Moment, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Wir bilden selber aus, übernehmen auch immer gerne unsere Auszubildenden. Allerdings ist der Markt, ja, ich sag mal, sehr rar gesät mit Mitarbeitern und nutze das jetzt sehr gerne und habe da schon den zweiten Mitarbeiter durch eingestellt. Ich habe die A&M im Internet entdeckt über Werbung, habe dann auch einen Telefonakquisetermin gehabt und da wirklich in der Mitarbeitergewinnung der Schuh drückt, habe ich das ausprobiert und muss sagen, das war erfolgreich. Also die Kontakte sind immer sehr freundlich, sehr offen. Es wird auf einen eingegangen. Das läuft eigentlich, nicht eigentlich, das läuft für mich sehr zufriedenstellend. Wenn ich über die Einwände nachdenke, es heißt ja immer so schön, 80% der Werbung sind für die Tonne und nur 20% kann man oder sind effektiv oder kommen beim Kunden an. Das ist auch immer ein Einwand, den ich sehr gerne bringe, der auch für mich da ist. Und wenn mir jemand sagen könnte, welches die 20% sind, könnte man natürlich viel Geld sparen. Durch die A&M wird die Investition zielgerichtet und ich sag mal effektiv eingesetzt. Also von der Weiterempfehlung her habe ich das schon getan. Ich bin im BNI, Business Network International, habe einigen meiner Kollegen dort schon von erzählt. Das klingt für die sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, Facebook, Instagram, Twitter ist nicht unbedingt mein Ding. Und das ist jetzt für mich der Weg, um das zu nutzen, ohne dass ich mich selber sehr intensiv damit beschäftigen muss.